Hallo? Tragisch nehme ich die Absage gar nicht. Gab wahrscheinlich viel zu viele qualifizierte Kollegen, ne? Ja, ich weiß. Nur für den Fall, dass ich mich nächstes Jahr noch mal für den höheren Dienst bewerben will. Hast du vielleicht einen Tipp? Was kann ich denn besser machen? Hey, wir Mädels müssen da oben mal mehr Präsenz zeigen, findest du nicht? Andrea, bist du noch da? Mit Halle? Nö, wir kommen ganz gut klar. Hat er mir eine schlechte Beurteilung geschrieben? Was hat Haller geschrieben? Andrea? Ja, okay. Danke. Danke, Andrea. Ciao. Wow, wow, wow. Guten Morgen. Moin. Alles okay? Wonach sieht's denn aus? Auch wenn immer alle sagen, Bayern-Dusel gibt es nicht, ne? Aber das gestern? Aber ehrlich, aber ganz ehrlich, da verstehe ich den HSV nicht, dass die nicht einfach mal draufschießen. Ja, die Kirche muss mal nach vorn, lang und weit bringt Sicherheit. Melanie, ist der Kaffee schon durch? Also je mehr ich euch zuhöre, desto mehr wird klar, ihr versteht von Fußball überhaupt nichts. Kann ich mal kurz sprechen? Warte mal, wie oft warst du schon mal in einem Stadion? Moment, um Sachen zu verstehen, da brauchst du Distanz, da musst du nicht ins Stadion rennen einmal. Wolf. Nur 5 Minuten. Mattes, Melanie, Einsatz, Einbruch in der Dirkstraße 15. Täter noch vor Ort? Nee, der Geschädigte hat sich gemeldet, aus seinem Haus sind Schusswaffen gestohlen worden. Schwennecke, Jörg Schwennecke. Machen wir später. Ist das Distanz? Schau mal, hier, Distanz? Salam, Sanjare. Ich habe mit Andrea telefoniert. Mit wem? Andrea Binke, Personalabteilung. Die Große mit den langen roten Haaren. Ich dachte, jeder kennt Andrea. Ach, die Andrea. Die heiße Andrea. Mit der bist du Doppelklippo, oder was? Ja, so Halbklippo. Ich war mit dir auf dem PK 33. Na, das reicht doch. Wollen wir mit der morgen Abend mal ein Bier trinken gehen? Die ist verheiratet. Du, da bin ich tolerant. Vergiss es. Okay, du hast mit Andrea Behnke telefoniert. Lass doch mal sehen. Personalabteilung. Deine Bewerbung und? Abgelehnt. Bitte was? Warum das denn? Die Beurteilung von meinem Vorgesetzten war zu schlecht. Von Haller? Das ist ein Quatsch. Tja, ist so. Ich muss mit Haller reden. Mach ich ja. Ja, so schnell wie möglich. Das kann ja nur ein Versehen sein. Oder die haben da irgendwelche Unterlagen vertauscht oder so. Mhm. Wahrscheinlich ist die Erde eine Scheibe. Ja, hallo. Herr Schwennecke? Hm? Seela, das ist meine Kollegin Hansen. Ja, kommen Sie rein. Hier, das ist die Repetierbüchse. Und das heißt der Revolver. Das ist ein reines Sammlerstück. Und die Büchsen haben Standardkaliber oder Magnum? Ja, 9,3, also Standard. Und 2 Zielfernrohre sind auch noch weg. Sind nochmal 220 Euro. Danke, Ihre Waffenbesitzkarte ist in Ordnung. Dankeschön. Es fehlen also 2 Repetierbüchsen und ein Revolver. Ja, kaum Gebrauchsspuren. So alle 3 zusammen 8.000 Euro roundabout. Fehlt Munition? Das müsste ich schauen. Die sind unten im Schrank im Keller. Tun Sie das bitte. Dass Sie Waffen besitzen, ist allgemein bekannt? Also Jagdfreunde, Nachbarn vielleicht, aber ich habe jetzt kein Schild draußen an der Tür. Fehlt denn sonst irgendwas? Geld? Schmuck? Das weiß ich nicht. Ich habe noch keine komplette Runde durchs Haus gemacht. Ich bin vor einer Stunde ungefähr zur Tür rein. Sie waren wo noch mal? In Shanghai? Ja. Gestern haben die Chinesen unser ganzes Projekt gecancelt. Ne? Schrägseilbrücke. Am Oberlauf von... Kennt eh keine Sau. Naja. Wer kennt denn alles den Code? Für den Schrank, nur ich. Haben Sie den irgendwo notiert? Ja, sicher. Ja, das muss man ja bei den ganzen Passwörtern, ne? Hier. Gut. Dann gehen wir noch mal eine Runde durchs Haus. Ist irgendwas aufgebrochen worden? Fenstertüren? Ja, hinten. Also hier,
Die Terrassentür, die stand offen. Ja, wann? Als Sie gekommen sind? Das könnte man ahnen. Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass die Täter noch hier waren und dann ganz schnell abgehauen sind. Aber also, es war jetzt nur ein Gefühl. Wer wohnt alles hier im Haus? Mein Sohn, Enno. Wie alt ist der? Der ist 16. Und Ihre Frau? Die ist verstorben. Ja, wie gesagt, ich vermute, dass die Täter mich gehört haben und dann durch den Garten weg sind. Das muss ich die Karte Ruhe ansehen. Mit bloßem Auge ist hier nicht zu erkennen. Profis, wa? Haben Sie Ihren Sohn heute schon gesprochen? Nee, der geht ja immer so 7:30 aus dem Haus. Ich bin erst 8:45 oder so. Da draußen steht sein Rucksack mit Schuhsachen. Wollen Sie ihn vielleicht mal anrufen, zur Sicherheit? So, das ist Mika. Verdacht auf Commotio. Die linke Hand würde ich mal röntgen. Aha, hallo, Mika. Wen können wir denn jetzt informieren? Deine Eltern? Niemanden. Ja, irgendwen müssen wir ja anrufen. Okay, in den Jobraum. Was ist mit dem Jungen los? Keine Ahnung. Der Fahrer, vor dessen Auto er gerannt ist, hat gesagt, er ist plötzlich auf die Straße gelaufen und er konnte dann nicht mehr bremsen. Mhm. Gab's Zeugen? Ja, da war wohl noch ein anderer Junge dabei. Der ist abgehauen, ohne zu helfen. Sagt der Fahrer. Genau. Der sagt auch, dass dieser andere Junge ihn auf die Straße gehetzt haben soll. Keine Ahnung, wie das gesehen haben will. Sag mal, was machst du mit dem Handy? Du wolltest doch die Angehörigen informieren. MW Mama. Was, wie lange? Seit 3 Tagen? Das müssen Sie mir doch mitteilen. Enno ist seit Montag nicht in der Schule, aber die... Bitte? Nein, nein, ich habe keine Nachricht erhalten. Ist der Klassenlehrer zu sprechen? Dann soll mich Herr Braun nach seiner Sportstunde anrufen. Ja, auf Handy bitte. Wiederhören. Sie haben 3 neue Nachrichten. Erste Nachricht. Pilger aus dem Schulbüro Ringelnatz, Stadtteilschule. Herr Schwennecke, wir müssen Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn Enno heute unentschuldigt vom Unterricht ferngeblieben ist. Melden Sie sich bitte bei uns. Sie wissen doch ganz genau, dass Sie mich auf dem Handy anrufen sollen. Doch nicht Festnetz. Zweite Nachricht. Ja, hier noch... Ich habe das 1000 Mal mit dem Braun besprochen, ja? So oft, wie ich auf Dienstreise bin. Sie hatten in den letzten Tagen keinen Kontakt zu Ihrem Sohn? Nein, dazu gab es ja... Dazu gab es ja keinen Grund. Der kann schon seit 3 Tagen verschwunden sein. Heute Morgen war er vermutlich hier. Das Bad wurde benutzt. Dann ist ihm was passiert. Ich weiß nicht, der hat die Täter vielleicht überrascht. Das waren 2 oder 3. Schwennecke, haben Sie diese Bücher schon mal gesehen? Revenge. Der letzte Tag. Das ist die Geschichte von einem jungen Mann, der auf eine fremde Insel verbannt wird. Er wird dort von Eingeborenen gefoltert. Er befreit sich und verübt dann grausame Rache. Aha. Und warum zeigen Sie mir das? Ihr Sohn hat es geschrieben. Enno. Er hat das Buch geschrieben und im Selbstverlag drucken lassen. Hier ist der Lieferschein. Enno ist eine faule Socke, der... Der schreibt doch keine Bücher und schon gar nicht so... Haben Sie im Keller den Schrank mit der Munition kontrolliert? Es fehlen 200 Schuss. Ist Ihr Sohn mit Schusswaffen vertraut, Herr Schwennecke? Nein. Möglicherweise, und ich sag das mit aller Vorsicht... Nein, mein Sohn ist nicht mit Schusswaffen vertraut. Also hören Sie auf, mir hier irgendwas... Möglicherweise plant Ihr Sohn einen Amoklauf. Das ist doch Quatsch! Das ist aber Quatsch, was Sie da reden!
Also Moment, verstehe ich das richtig? Der Bengel hat einen Roman geschrieben, Titel Revenge. Und da kündigt er seinen Amoklauf an? Klausuliert, ja. Aber so eine Form der Ankündigung ist ganz typisch im Vorfeld bei einem School-Shooting. Enno Schwenniger scheint die Waffen seines Vaters zu haben. Das sind zwei Jagdgewehre, eine Pistole plus Munition. 200 Schuss. Machen wir eine Handyortung? Sein Handy ist hier. Er war bis heute Morgen noch zu Hause. Das Bad ist benutzt und in der Küche wurden Cornflakes gegessen. Und wenn er Opfer von Einbrechern wurde, entführt? Dafür gibt es keine Spuren. Die KTU soll das überprüfen, aber wir müssen seine Schule evakuieren. Und zwar sofort. Die Ringeln als Stadtteilschule, das sind 1500 Schüler, über 100 Lehrer. Das ist ein Horror. Melanie, jetzt noch mal Kurzfassung. Wie kommst du zu der Einschätzung, dass... Die Munition wurden getrennt gelagert. Sonst fehlt nichts. Die Waffen wurden genommen, um sie zu benutzen. Und Enno hat brutalste Rachefantasien. Und er ist verschwunden. Das alles reicht mir, um zu wissen, dass er einen Plan hat. Ja, ja. Verstanden. Ich brauche eine Verbindung ins Präsidium zu... Möller. Ja, Möller. Wir evakuieren die Ringelnatzschule. Fahndung nach Enno Schwennicke. Höchste Vorsicht, der Junge könnte womöglich bewaffnet sein. Der psychologische Dienst übernimmt vorsorglich die Betreuung von Jörg Schwennicke. Checkt bitte auch die Meldungen zum Missbrauch von Schusswaffen. Auswertung von Enno Schwennickes Computer, dem Handy. Freunde, Nachbarn, Lehrer. Mit wem hat er Kontakt? Heute früh, gestern, in den letzten Wochen. Wer könnte wissen, wo er sich aufhält? Und da sind Sie sich ganz sicher? Enno Schwennicke plant den Amoklauf? Halten Sie den Namen bitte diskret. Es ist erstmal nur eine Vermutung, Herr Braun. Das glaube ich nicht. Haben Sie als Klassenlehrer irgendwas bemerkt? Hat Enno im Unterricht irgendwelche Andeutungen gemacht? Was? Nein, absolut nicht. Also völlig unauffällig. Normal. Normal? Definieren Sie mal normal. Er ist ein Außenseiter, verschlossen, ja. Aber kein Soziopath. Wurde er gemobbt? Nee, wenn überhaupt, dann hat er gemobbt. Ach, wen? Uns. Seine Klasse, die Lehrer, seinen Vater. Sie? Nein, natürlich nicht, sorry. Er hat einfach auf keiner Linie mit irgendwem kooperiert. Es war nicht an den Mann zu kommen. Er hat das Gymnasium geschmissen und kam vor 2 Jahren zu uns. Er hat sich von der ersten Sekunde an total verweigert. Was heißt das? Kein Wort im Unterricht. Bei Arbeiten hat der Lehrer Hefte abgegeben. 5, 6, das war ihm völlig egal. Dabei ist er intelligent. Entschuldigung, hat er gefälscht. Angeblich vom Vater unterschrieben. Und dem Vater ist das egal? Im Gegenteil. Wir haben uns öfter mit Herrn Schwenniger an einen Tisch gesetzt. Mit Enno, ohne Enno, mit der Beratungslehrerin. Ja, und am Ende hat er uns wieder grinsend eine irgendeine Krankschreibung unter die Nase gehalten. Hier. Und hat sich im Geräteraum verkrochen. Auf dem Mattenwagen hat er gehockt, unser Zombie. Sie haben ihn Zombie genannt? Ja, im Affekt. Irgendwann musste mein Frust auch mal raus. Das klingt so, als hätten Sie ihn abgeschrieben. Enno ist der einzige Schüler in der ganzen Schule, der meine private Handynummer hat. Ich habe immer darauf gewartet, dass er mal irgendwann zeigt, was in ihm vorgeht. Aber... Nichts? Nichts. Gar nichts. Ein schwarzes Loch. Herr Braun, Sie sollten jetzt auch hier raus. Ja. Danke. Schau mal. Revenge. Braucht er immer einen Anlass? Also mir geht es zumindest so. Ich noch nie viel fotografiert. Das ist auf jeden Fall aktuell. Das müsste man ein bisschen aufhellen. Dürfen wir das ans Revier schicken? Das müsste der psychologische Dienst sein. Wie Psychologen? Wir brauchen jetzt Leute, die meinen Sohn suchen. Hallo. Ich glaube, Ihre Kollegin ist ein bisschen hysterisch, was? Nein, absolut nicht. Was ist mit Ihnen? Sie haben keinen Ton zu Ihrem Verdacht gesagt. Mir geht es wie meiner Kollegin. Ich finde die Hinweise besorgniserregend. Ach. Wir haben doch früher auch so Zeug gelesen. Oder Filme, so krudes Zeug. Charles Bronson, haben Sie das nie geguckt? Oder Rambo? Herr Schwennicke, das ist Frau Scholz, Herr Krüger vom psychologischen Dienst. Mit wie vielen Amokläufern haben Sie schon zu tun gehabt, Frau Hansen? Bisher mit keinem. Aha, und Sie? Es ist für uns alle eine ganz neue Situation. Hören Sie zu, ich kenne meinen Sohn, ja? Seit 16 Jahren. Klar, der...
Der hat seine Macken, ist doch klar. Seine Mutter verloren. Hier, der hat eine Freundin. Das ist ganz neu, Amelie. Das ist ein ganz nettes Mädchen, hier aus der Nachbarschaft. Naja, wenn er eine Freundin hat, dann sagt Jörg Schwennecke. Ein Mädchen aus der Nachbarschaft geht auf Ennos altes Gymnasium. Ist das junge Glück ein paar Tage abgetaucht? Mathis und Melanie prüfen das. Ennos PC ist auf dem Weg in die KDU. Der ist aber wohl passwortgeschützt und das ziemlich gut. Claudia und Tarek, sind die noch in der Ringelnatz-Schule? Ja, die ist geräumt und wird überwacht. Was sagen die Mitschüler, Freunde? Freunde gibt's ja nicht so viele. Handyverbindungen sind eher überschaubar, kommt hauptsächlich Datentransfer. Was? Videos, Spiele? Konnte der Provider keine konkreten Angaben machen. Und Telefonate? Ja, bis vor 6 Wochen gab es wohl ständigen Kontakt zu einem Mika Pedersen. Das ist aber dann plötzlich abgebrochen. Frag mal nach, warum. Danach nur noch sporadische Anrufe vom Vater. Das ist alles. Keine Telefonate mit der Freundin? Amelie, super, dass du kurz rauskommen kannst. Ich bin Mathis Seeler. Melanie Hansen, hallo. Was schreibt ihr denn gerade? Englisch, Shakespeare. Ist okay. Amelie, wir suchen Enno Schwennecke. Enno, ist was passiert? Das wissen wir noch nicht. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Will er sich was antun? Wie kommst du darauf? Er sieht immer so traurig aus. Hast du mit ihm mal darüber gesprochen, sich was anzutun? Ich? Nee, das hat sich nie so ergeben. Was heißt nicht so ergeben? Ich meine am Anfang, als es mit Frau Schwennecke passiert ist. Frau Schwennecke hatte einen Unfall? Krebs. Meine Mutter meint, ich könnte ja mal mit ihm reden. Wir kennen uns ja schon ewig. Ich sollte ihn auch immer zu meinen Geburtstagen einladen. Selbst als er schon gar nicht mehr auf dem Gymnasium war. Aber er ist nie gekommen. Das hätte wahrscheinlich auch nicht so gut gepasst. Warum? Er ist immer mehr so für sich und so ein bisschen drüber. Amelie, du bist gar nicht mit ihm zusammen, oder? Ich mit Enno Schwennecke. Sein Vater meinte, ihr werdet ein Paar. Wem hat er das denn alles erzählt? Das heißt, ihr habt auch keinen Kontakt miteinander? Nee, schon ewig nicht. Ehrlich, ich habe schon seit Wochen nicht mehr mit ihm gesprochen. Gut, Amelie, vielen Dank, das war's schon. Enno und Amelie, warum erzählt uns Jörg Schwennecke so einen Blödsinn? Will er uns heile Welt vorspielen? Oder Enno hat seinem Vater was vorgespielt. Das wäre ja schon mal bedenklich, oder? Hallo? Warten Sie mal kurz. Was ist denn mit Enno passiert? Wir suchen ihn nur als Zeugen. Weil egal, was da los ist, ich habe damit nichts zu tun. Wie meinst du das? Weil er war doch immer in mich verliebt, schon seit der Grundschule. Aber du nicht. Nee, und das habe ich ihm auch gesagt, früher. Mika, M-I-K-A und der Nachname ist Pedersen. Also der muss noch hier sein. Wir haben gerade mit seiner Mutter gesprochen. Ah ja, ich weiß Bescheid. Der ist heute früh eingeliefert worden. Verkehrsunfall. Ist der Junge denn ansprechbar? Ja, ja, der ist noch oben in der Radiologie, aber seine Mutter wartet hinten. Okay. Okay, gut. Vielen Dank. Tarek? Kerstin Pedersen? Ja? Guten Tag. Mein Name ist Claudia Fischer. Das ist mein Kollege Tarek Çoban. Hallo. Wir haben vorhin miteinander telefoniert. Ja, Mika müsste gleich zurück sein. Der ist noch mal beim Röntgen. Geht's ihm soweit gut? Naja, geht so. Commotio, Fraktur vom linken Handgelenk und er ist ein komplizierter Bruch, weil er durch die Epiphysenfuge geht und mein Sohn ist ja noch im Wachstum. Arbeiten Sie hier im EKH? Nee, im UKE. Was machen Sie beide hier? Ich denke, der Unfall ist längst aufgenommen worden. Kennt Ihr Sohn Enno Schwennecke? Ja, wieso? Wir suchen den Jungen. Ah, das war ja klar. Dann war das Enno. Was war Enno? Dann Mikas Unfall. Haben Sie mit Ihren Kollegen nicht gesprochen? Mika ist von einem anderen Jungen vors Auto gehetzt worden. Das sagt bislang nur der Fahrer. Wie sich der Unfall wirklich ereignet hat, ist noch gar nicht geklärt. Aber Moment mal, warum glauben Sie, dass Enno mit dem Unfall zu tun hätte? Na, weil Mika nichts sagt. Kein Ton. Mika! Der Chef macht Siesta. Klär doch mal das Versehen mit deiner Beurteilung. Mal los.
Was macht Ennos Welt so finster, dass er sich eine Waffe besorgt und töten will? Eine unglückliche Verkettung von Eigenschaften und Umständen. Probleme im Elternhaus, Schwierigkeiten in der Schule. Das Gefühl, keinen Wert zu haben, Verlierer zu sein. Und das Gefühl hat Enno Schwennicke? Du wirst aus der Ohnmacht raus. Der Welt zeigen, dass sich alle in dir getäuscht haben. Aber letztendlich kann ich das nicht beurteilen. Das kann keiner, außer Enno selbst. Aber was macht er jetzt? Die Schule ist evakuiert. Seine Pläne sind durchkreuzt. Wenn jemand so verbittert ist wie er, dann hört er doch jetzt nicht auf, Scheiße. Was hast du auf dem Herzen? Warum hast du mir eine schlechte Beurteilung geschrieben für den höheren Dienst? Wer sagt denn das? Ist doch erstmal egal, oder? No, das finde ich jetzt nicht. Um eine Quelle ernst zu nehmen, muss man sie doch kennen. Und ich finde, ich habe ein Recht darauf zu wissen, was ich falsch mache. Du machst gar nichts falsch. Warum habe ich dann die Ablehnung für das Auswahlverfahren in der Post? Ich halte dich für eine exzellente Polizistin. Intelligent, integer, gut organisiert. Klasse. Aber? Kein Aber. Nein. Nein. Das ist nur eine Frage. Hast du wirklich Spaß, Menschen zu führen? Ich habe also keine Führungsqualitäten. Das habe ich nicht gesagt. Natürlich. Wie kommst du darauf? Hast du es schon mal erlebt, dass ich eine Hundertschaft führe, eine Großlage? Melanie. Ich nicht. Aber ich weiß, dass ich das kann. Wolf, an deiner Beurteilung hängen meine nächsten 25 Jahre, meine ganze Karriere. Nein, die hängen an dir. Und ich weiß nicht, was du willst. Du machst in einem super Team eine super Figur. Tolle Kollegen. Super Figur. Darum geht's hier, ja? Das ist das Einzige, was zählt, ne? Ja, du weißt doch, was ich meine. Er ist der liebe Gott und ich bin seine kleine, dumme Blondine, die so spitze Dienst nach Vorschrift macht. Kleine, dumme Blondine? Aber es ist gut, gut, dass das jetzt endlich rauskommt. Hat er das so gesagt? Nicht gesagt, aber er hat's so gemeint. Was genau hat er denn gesagt? Dass ich eine super Figur mache. Hier, im Team. Super Figur? Im Sinne von super Performance? Das ist doch nicht sexistisch. Nein, was denn sonst? Ist es ein Kompliment? Ha, Wolle, was meinst du? Sollen wir abstimmen? Gestern hatten Spaziergänger Schüsse aus dem Niendorfer Gehege gemeldet. 10 Gehminuten vom Haus der Schwennekes entfernt. Das könnte Enno gewesen sein. Der wollte vielleicht die Gewehre ausprobieren. Ja, also jedenfalls möchte Wolf, dass ihr euch da mal umguckt. Vielleicht findet ihr eine Spur von dem Jungen. Mika, wir suchen Enno Schwennicke und hoffen, dass du uns weiterhelfen kannst. Ich glaube nicht. Der Autofahrer, dem du vor dem Wagen gelaufen bist, der hat gesehen, dass da noch ein anderer Junge war. War das Enno? Nein, da war keiner. Du bist also von niemandem weggelaufen? Nee. Wart ihr vielleicht auf dem Weg zur Schule, du und Enno? Und hattet es eilig? Mika und Enno sind nicht auf der gleichen Schule. Enno ist vor 2 Jahren runter vom Konrad-Adenauer-Gymnasium und auf die Ringelnatz-Schule. Aber ihr seid befreundet? Nö. Ja, das war im Grunde ein loser Kontakt. Ne? Wir hatten vor 1 Jahr noch einen Hund und mit dem ist Mika dann öfter durchs Niendorfer Gehege. Und da habt ihr euch öfter mal getroffen, oder? Und vor 6 Wochen ist euer Kontakt wieder abgerissen? Ja, ne? Ganz plötzlich, von heute auf morgen. Ist irgendwas zwischen euch passiert? Ich hatte keinen Bock mehr auf den. Warum? Hat Enno die Freundschaft beendet? Mika, das mit Enno, das ist sehr dringend. Wir haben Angst, dass er was vorhat. Wir haben Angst, dass er sich und anderen was antut. Mika, jetzt hör endlich auf, den Jungen zu beschützen, der ist krank. Gut, ey, wenn hier wirklich jemand geschossen hat, das könnte auch der Jäger gewesen sein. Nee, nee, hier wird nicht gejagt. Dann irgendein Spinner mit einer Gaspistole, Kinder mit einer Spielzeugknarre. Ey, was wollen wir hier finden? Nur weil irgendjemand von irgendwoher einen Schuss gehört haben will. Wo kam denn gestern der Wind her? Keine Ahnung, guck im Netz. Oh, scheiße, nee. Oje, Wald ist nicht so dein Ding, hä? Ach, ganz im Gegenteil, ich habe meine ganze Kindheit im Wald verbracht. Cowboy und Indianer gespielt. Hier, Wildschweinspuren. Okay, Trapper. Nimm mal an, Enno hat hier irgendwo Schießübungen gemacht. Ja gut, du brauchst natürlich ein freies Schussfeld. Eine tiefe Schneise, eine Lichtung, irgendwie sowas. Hier könnte sowas sein.
Hier hat jemand gelegen. Bisschen Gruß, Henry. Vielleicht ein Liebespaar. Warte. Hier. 9,3 mm. Schwendiges Munition. Der hat doch nicht nur einen Schuss abgegeben. Vielleicht hat er die restlichen Hülsen eingesammelt. Um Spuren zu verwischen, das wäre aber ganz schön abgebrüht. Lass uns die Hülse mal in die Spusi bringen. Was wirklich Enno Schwennicke war, müssen wir erst mal klären. Was ist denn? Ennos Ziel. Enno ist verhaltensauffällig, der kann keine sozialen Kontakte eingehen. Aber mein Sohn läuft ihm hinterher wie ein Dackel. Hat Ihr Sohn keine anderen Freunde? Auf dem KAG, diesem Schnöselverein? Nee. Hat er mir gerade Probleme? Wissen Sie, wie das ist, wenn das eigene Kind bei niemandem so richtig landet? Weil es... Mika, der kann so spröde sein, so unbeholfen. Ist das okay für Sie, wenn ich mal mit Ihrem Sohn alleine spreche? Nee, das ist nicht okay. Er ist minderjährig. Bitte. Ja, okay. Vielleicht kriegen Sie ja mehr aus ihm raus, wenn ich nicht dabei bin. Egal, was Enno Schwennicke ausgebrütet hat, Mika hat damit nichts zu tun. Die haben keinen Kontakt mehr. Keine E-Mails, keine Anrufe. Das weiß ich hundertprozentig. Kontrollieren Sie Ihren Sohn, Frau Pedersen? Sein Handy, sein PC? Ich will nur wissen, ob er sich noch mit Enno trifft. Und es wäre schlimmer, als wenn Mika gar keine Freunde hätte. Ja. Enno ist ein Junge, vor dem habe ich einfach Angst. Peter, 21 vor 21, 1, Anton. Peter, 21? Peter, 21, hört. Wir haben im Niendorfer Gehege einen improvisierten Schießstand gefunden. Michel an alle, der gesuchte Enno Schwennicke wurde vermutlich von der U-Bahn-Wache am Schlund gesichtet. Er ist um 13.17 Uhr in die U2 Richtung Niendorf-Nord gestiegen. Bitte alle Haltestellen ab Christuskirche bis Niendorf-Nord besetzen. Er fährt in unsere Richtung, hier ist doch keine U2-Station. Hagen den, 2 Minuten von hier. Na los, die Bahn kriegen wir steigen zu. Schwennicke? Bleiben Sie mal stehen. Was gibt's denn? Lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Ich werde Sie Ihre Taschen durchsuchen. Haben Sie das verstanden? Ja. Sie dürfen mich nicht einfach so untersuchen. Wir müssen Sie mit aufs Revier nehmen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ist klein mehr auf der Wache. So lächerlich. Sag mal, Mika, warum ist Enno nicht mehr dein Freund? Ich brauche ihn nicht mehr. Oder hat Enno die Freundschaft beendet, weil er nichts mehr mit dir zu tun haben wollte? Kann sein. Schade. Und warum? Hat er wohl was Besseres zu tun. Und was Besseres? Sag mal, kennst du eigentlich sein Buch Revenge? Der letzte Tag? Ich wusste, dass er was schreibt, aber keine Ahnung. Also du hast gar keine Ahnung, worum es geht? Mika, ich bin wirklich nicht aus Langeweile hier. Wir haben den Verdacht, dass... Enno würde nie etwas Ungerechtes tun. Ey, der Enno, der hat seinem Vater die Waffen geklaut. Hast du das mitbekommen? Hast du ihn heute Morgen dabei entdeckt? Der hat dich bedroht und du bist abgehauen. Ha? Nein. Aber irgendwie glaube ich dem Autofahrer, dass er 2 Jungs gesehen hat. Dich und Enno. Das war nicht Enno. Wer denn sonst? Ein Wichser aus meiner Schule. Und wie heißt der Wichser? Henry. Nachname? Keine Ahnung. Aus deiner Klasse? Nee, der geht auf meine Schule. Ist in der 8. Haut immer so Sprüche raus. Spasti. Okay, und heute Morgen? Wir haben uns angedisst. Ich hab nicht geguckt, du bist vors Auto. War meine Schuld. Tarek, kommst du mal? Die haben Enno gefunden. Ist er tot? Nein, Mika.
Er wird gerade befragt von der Polizei, von einem Psychologen. Da kann er nichts mehr anstellen. Mama hat's Maul. Frau Pedersen, wir sind hier vorerst fertig. Mika? Du hast in den letzten 3 Tagen also einfach mal blau gemacht, ja? Sonst nichts. Korrekt. Wo hast du die Waffen versteckt, Enno? Nochmal. Das war ein Einbruch. Die KTU hat keine Hinweise gefunden auf einen Einbruch. Na, dann haben sie schlecht gesucht. Enno, du brauchst uns nichts mehr vorzumachen. Dein Plan ist gescheitert. Wir haben deine Schule evakuiert. Und wir haben deinen Schießstand im Niendorfer Gehege entdeckt. Ich habe noch nie im Leben geschossen. Ja, ja, das ist richtig. Gut, wenn du nicht reden willst, dann übergeben wir jetzt an die Kriminaltechnik. Die Kollegen werden deine Fingerabdrücke vergleichen mit denen auf dem Waffenschrank deines Vaters, mit denen auf den Hülsen im Niendorfer Gehege. Und sie werden Schmauchspuren finden an deinen Fingern, an deiner Kleidung. Und wir werden herausfinden, wo du gestern 5 Melonen gekauft hast. Mein Sohn hat Kopfschmerzen und würde jetzt gerne nach Hause gehen. Ich würde auch gerne gehen. Aber erst klären wir die Frage nach den Waffen. Der wird nicht reden. An dem sollen sich die Psychologen die Zähne ausbeißen. Komm, gib mir noch einen Moment. Enno, wir haben dein Buch gefunden. Revenge, der letzte Tag. Und? Haben Sie es gelesen? Überflogen. Und? Es hat mich erschreckt. Ich mag mein Buch. Es ist wertvoll. Vieles ist wertvoll. Dein Buch, du, dein Vater, deine Mitschüler auf der Ringe. Schleimen Sie mich nicht voll. Dann lüg mich nicht an. Wo sind die Waffen? Und was hattest du damit vor? Die einzige Lüge, die ich hier sehe, sind Ihre Haare. Sie färben? Haben Sie Angst, dass Sie keinen Mann bekommen, wenn Sie keine blonden Strähnchen haben? Hey! Sie können es ja mal mit meinem Vater probieren. Der geht ganz gern zu Nutten. So, jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Hey, Schwanecke! Lassen Sie das! Hey! Das war ganz klar mein Fehler. Findest du? Ja, die Vernehmung ist mir völlig aus der Hand gerutscht. Oh, das wäre anderen Kollegen auch passiert. Und jetzt sind ja die Kollegen von der Kripo dran, die sind für solche Situationen ausgebildet. Können vielleicht auch ein bisschen Druck vom Kessel nehmen. Druck vom Kessel? Was meinst du denn damit? Seit fast 5 Stunden kriminalisieren und pathologisieren wir einen 16-jährigen Jungen. Wir sind uns schon einig, dass dieser Enno Schwennicke eine Gefahr darstellt. Hat er diesen Amoklauf wirklich geplant oder war es nur jugendliches Imponiergehabe, Ballern im Wald? Aber seine Rachefantasie. Er hat das alles ganz genau aufgeschrieben in seinem Buch. Reicht das als Beweis? Oder sind wir alle gerade ein kleines bisschen hysterisch? Hat Jörg Schwennicke seinen Sohn Enno trotz sofortiger Inhibition mehrfach geohrfeigt? Was habt ihr aus Mika Petersen rausbekommen? Herzlich wenig. 16 Jahre Außenseiter zwischen Baum und Baum. Der wird wohl von einem 8-Klässler gedisst. Deshalb ist er offenbar heute früh vor ein Auto gelaufen. Aber wir checken das gerade. Zu Enno hat Mika keinen Kontakt. Ja, Enno wollte nicht mehr. Von heute auf morgen. Komm mit. Was ist denn das für ein Ton? Hörerdienst? Warum ist Enno ausgerechnet hier ausgestiegen? Der wohnt hier nicht, die Schule ist hier nicht. Wir wollten ins Konrad-Adenauer-Gymnasium. Ist 2 Minuten zu Fuß von hier. Ins KAG? Da ist er vor Jahren abgegangen. Der hatte das KAG im Visier. Ja klar, der musste da abgehen. Das war eine tiefe Demütigung. Das ist auch reine Spekulation, Melanie. Mach dich mal locker. Die Gefahr ist vom Tisch, es gibt dir nichts zu tun für uns. Enno hatte einen Vierkantschlüssel in der Tasche. Ja.
Hut ab, Frau Kollegin. Das ist Schwennekes Gewehr. Das sind zwei. Hm? Das Walkie-Talkie. Wenn du allein bist, brauchst du kein Walkie-Talkie. Das sind zwei Amokläufer. Eine Büchse und der Revolver fehlen. Das heißt, der andere ist damit unterwegs. Der hat uns richtig verarscht. Aber wer? Mika. Das KAG. Ich muss aufs Klo. Enno, kannst du sprechen? Hey. Die Polizei war bei mir. Hier auch. Ich hab den Scheiße erzählt, die sind total Panne. Die wissen Bescheid. Ich bin jetzt im KAG. Was ist mit dir? Vergiss es. Ich komme hier nicht raus. Wo bist du denn? Naja, zu Hause. Dann steig aus dem Fenster. Vergiss es. Was? War eh ein Scheißplan. Verpisst du dich jetzt? Feige Sau. Scheiße. Der gewünschte Gesprächspartner ist für uns. Peter 21.5 sperrt die Zufahrt zum Konrad-Adenauer-Gymnasium vom Ebertdamm. Peter 21.4 vom Hexwetter. Okay. SEK braucht 10 Minuten. Streif ist unterwegs. Zwei meiner Kollegen sind vor Ort. Du, EG, ich erst einen zweiten. Sekretariat soll eine Durchsage machen. Alle in den Räumen verbarrikadieren. Scheiße. Jungs, hey, zurück in die Klasse. Hey. Nein, Frau Pedersen, das ist gut, dass Sie uns Bescheid sagen. Danke. Wolf, Mika Pedersen ist aus dem EKH verschwunden. Gebäude ist umstellt. Okay. Mika, ein Schuss und meine Kollegen sind da. Halt's Maul! Ist okay, ist okay. Nimm die Waffe runter. Ich hab dir nichts getan. Ist mir scheißegal! Ganz ruhig bleiben. Bleib ruhig, schau mich an. Ich will dir nur helfen. Ich will dir nur helfen. Es wird alles gut. Alles gut. Petersen wird bis zum Prozess in der geschlossenen Abteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie betreut. Dort wird seine Strafmündigkeit festgestellt.
Enno Schwennicke verweigert jede weitere Aussage. Er wird ebenfalls in die Psychiatrie eingewiesen. Die beiden werden mit bis zu 5 Jahren Jugendstrafe rechnen müssen. Hoffen wir, dass die beiden einen Weg finden zurück. Na, oder einen Weg. Melanie, du hast als Einzige die Zeichen gesehen und richtig interpretiert. Dir ist es zu verdanken, dass wir eine Tragödie verhindern konnten. Bleib so. So wach, so fokussiert, so überlegt. Gut so. Du bist eine herausragende Polizistin. Jupp. Na, siehste. Was? Halle hat dich niemals schlecht für den höheren Dienst beurteilt. Du hast dich dann was reingesteigert. Er hat mich schlecht beurteilt. Hast du nicht zugehört? Ich soll genau da bleiben, wo ich bin. Er hat gesagt, wie du bist. Er hat dich über den Klee gelobt. Gelobt, ja. Aber er respektiert mich nicht. Und ich habe keinen Bock mehr, sein braves Mädchen zu spielen.